Herzlich willkommen zur letzten Vorlesung von Business Process Engineering im Jahr 22. Wir befinden uns in Woche 10. Ich bin immer noch Andreas Scharf und heute sprechen wir die ganze Veranstaltung über Anforderungen und dann Lasten- und Pflichtenheft. Agenda heute, Anforderungen, Lasten- und Pflichtenheft, so ein bisschen, wie schreibe ich eine Ausarbeitung, das skippen wir heute aus gegebenem Anlass. Ich habe als allererstes einfach nur so an euch die Frage im Wesentlichen, habt ihr noch Fragen zur Hausaufgabe 8? Ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die hierher kommen, die haben ohnehin keine Fragen, aber ich wollte euch wenigstens mal die Möglichkeit geben. Vielleicht einfach für diejenigen, die das auf YouTube sehen, es gab so ein ganz kleines bisschen Verwirrung mit den Branches. Es gab manche Repositories, die hatten irgendwie noch einen Master-Branch aus irgendeinem Grund. Dann sollten wir das ja auf dem Main Branch committen und da gab es ein bisschen hin und her und am Ende haben wir das aber, glaube ich, alles hingekriegt, passt soweit. Ja, wenn ihr soweit keine Fragen habt, dann würde ich sagen, springen wir doch direkt rein in den heutigen Block. Gut, ich starte mal mit einer Definition, ich lese das einfach mal vor. Definition für eine Anforderung, also was ist eine Anforderung sozusagen? Ist eine Bedingung oder Eigenschaft, die man braucht, um ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen. Das ist so die erste Definition. Die zweite Definition, eine Bedingung oder Fähigkeit, die ein System oder eine Systemkomponente erfüllen oder besitzen muss, um einen Vertrag, Standard, Spezifikation oder ein anderes formales Dokument zu erfüllen. So, im Rahmen von diesem Lasten- und Pflichtenheft-Thema spielen Anforderungen eben eine Riesenrolle. Und es gibt einen Haufen Möglichkeiten, wie man Anforderungen aufschreiben kann, einen Haufen Methoden, wie man so Requirements Engineering durchführen kann und natürlich auch einen Haufen Dokumentarten sozusagen, wie man diese Anforderungen irgendwie festhalten kann. Wir schauen uns heute mal die SRS an, das ist die Abkürzung für Software Requirement Specification, also gerade wenn ihr irgendwie in englischsprachigen Unternehmen unterwegs seid oder Unternehmen, die Produkte bauen, die in englischsprachigen Märkten oder sagen wir es mal andersrum, in nicht deutschsprachigen Märkten verkauft werden sollen, dann ist es auch häufig notwendig, dass eben die Dokumentation dafür auf Englisch ist und dann heißt das ganze Ding eben Software Requirement Specification oder eben Anforderungsspezifikation auf Deutsch. Wir haben das Thema so ein kleines bisschen runtergebrochen. Gehen wir einfach mal durch, was genau bedeutet das eigentlich? Also aus welchen Bausteinen besteht so eine SRS? Baustein 1, vollständig und korrekt. Beides ist in der Praxis sehr, sehr schwierig. Ich habe noch nie eine SRS gesehen, die in der ersten Version vollständig war und korrekt schon mal gar nicht. Korrekt erreicht man auch einigermaßen gut, ja, also dass da was komplett Falsches drin steht. Vor allem wissentlich falsch, das kommt eigentlich nicht vor. In Abhängigkeit von der Größe von so einer SRS, von so einem SRS-Dokument, kann es aber eben halt passieren, dass sich Dinge dann ja, gegenseitig ein Stück weit ausschließen. Ist dann dieser Punkt konsistent eben auch. Ja? Also ich habe SRS gesehen, die sind, keine Ahnung, 50 bis 100 Seiten stark, gewachsen über mehrere Wochen, teilweise Monate. Manchmal verwendet man diese SRS tatsächlich auch über mehrere Jahre. Das funktioniert dann so, dass man so ein Dokument eben einmal erstellt, released quasi so eine Version 1.0 von so einem Produkt und ist aber absolut klar, dass das Produkt irgendwie noch weiterentwickelt wird und die SRS für das Release 2.0 für das gleiche Produkt, da kopiert man quasi einfach die Version 1.0 von dem SRS und dann erweitert man das. Das Problem bei dieser Erweiterung ist schlichtweg, dass das Dokument immer größer wird, ja, und die meisten Leute lesen es jetzt nicht nochmal komplett von neuem und es hat halt einfach einen gewissen Umfang, ja, ich kann mir das nicht alles merken. Deswegen schreibe ich also neue Anforderungen sozusagen da rein, die sich dann unter Umständen mit Anforderungen, die schon da drin standen, die schon vorher da drin standen, ein Stück weit beißen, ja, und im allerschlimmsten Fall schließen sie sich sogar aus. Gibt's alles. Realisierbar, klar, also in dem SRS geht es nicht darum, es ist kein Wunschzettel, ja, also dass ich da reinschreiben kann, was ich will, sondern man macht dieses Dokument ja immer im Hinblick darauf, dass ich das später auch gerne umsetzen möchte. Das heißt, es muss in irgendeiner Art und Weise umsetzbar sein. Es sollte aktuell sein, diese SRS, das ist nun mal leider, die liegt an der Art und Weise, an der Natur von diesen Dokumenten. Das sind halt meistens irgendwelche Word-Dokumente, ja, viel mehr ist das nicht.
Und Papier veraltet schneller, als man gucken kann. Und kaum hat man die erste Version von diesem Dokument erstellt, ist es quasi auch schon veraltet. Man unterhält sich dann mit dem Kunden über neue Anforderungen. Das geht alles so zwischen Tür und Angel. Und deswegen ist es ein wahnsinniger Aufwand, dann eben dafür zu sorgen, dass es aktuell bleibt. Verständlich und eindeutig. Das machen wir mal zusammen, weil das ist eine mehr oder weniger große Herausforderung. Diejenigen von euch, die vielleicht Freunde, Kommilitonen, im Familienkreis oder so, Leute haben, die sich mit Linguistik beispielsweise beschäftigen, Sprachwissenschaften und so, die werden vielleicht schon gemerkt haben, okay, also zum einen drücken sich diese Leute irgendwie anders aus, ja, und wenn die dann irgendwelche Arbeiten schreiben, Dokumente schreiben, dann muss das immer besonders eloquent sein. Ja, wenn ich so einen Roman schreibe, dann möchte ich da auch nicht immer die gleichen Worte drinstehen haben. Ich möchte dann gerne Synonyme für bestimmte Dinge finden. Den gleichen Fakt quasi einfach auf eine andere Art ausdrücken. Und was so im normalen Leben und auch eben in diesen Bereichen, von denen ich gerade besprochen habe, total sinnvoll, richtig und toll ist, ja, und zum Teil auch wichtig ist, das ist hier absolut tödlich. Ja, also wenn ich jetzt hier anfange, für ein und das gleiche Domänenobjekt irgendwie verschiedene Namen zu erfinden, einfach weil ich irgendwie der Meinung bin, dass wenn ich jetzt das fünfte Mal hintereinander Schnittstelle schreibe, dann ist das wirklich doof, weil die Fragen, die danach aufkommen, sind einfach, okay, ist denn Rechnungsstellung und Rechnungslegung, ist das jetzt das Gleiche? Ist das eine ein Subset von dem anderen? Keine Ahnung. Ne? Wenn ich aber immer nur Rechnungslegung verwende oder immer nur Rechnungsstellung verwende, dann ist das absolut klar. Ne? Das ist ein bisschen Wording an der Stelle. Und das gilt natürlich für das ganze Dokument. Ja? Also wenn ich jetzt anfange, bestimmte Domänenwörter in diesem Dokument eben zu verwursten, dann soll ich bitte auch bei dem gleichen, bei der gleichen Begrifflichkeit bleiben. Ja, sonst macht es das einfach unnötig, unverständlich, unnötig, uneindeutig und man verhindert da einfach eine ganze Menge Fragen. Deswegen merkt euch, ihr müsst, wenn ihr solche SRS schreibt, und ich würde fast sogar so weit gehen, alles, was ihr hier in so einem Fachgebiet und eigentlich auch Fachbereich macht, da ist es in aller Regel eine blöde Idee, zu versuchen, möglichst viele Synonyme für den gleichen Fakt zu verwenden. Testbar, das wäre natürlich gut, wenn das so ist. Es gibt passend zu dem SRS gibt es noch weitere Dokumente, die dann quasi für jeden Eintrag in diesem SRS-Dokument einen Test schreiben, einen Test verfassen oder dass man da einen Test findet. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, aber was ist denn mit automatisierten Tests? Die schreibe ich dann da rein oder so? Jein. Was dann da drin steht, ist quasi ein Link auf die Testsuite. Ja, da steht dann irgendwie drin, ist abgedeckt mit Test XYZ. Ja, und dann weiß man eben, okay, das ist ein automatisierter Test. Das steht jetzt hier, die Testausführung steht nicht in dem Dokument drin. Aber was es auch gibt, und das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, es gibt auch Dinge, die man einfach wahnsinnig schwer automatisiert testen kann. Das ist immer dann der Fall, wenn man irgendwie Hardware-Interaktion hat. Deswegen gibt es dann eben auch manuelle Testprotokolle und ich kann nur ein manuelles Testprotokoll schreiben zu einer SRS, wenn diese SRS irgendwie auch testbar ist. Ja? Gut, notwendig, klar. Meint vor allem, okay, ich soll da nur Dinge reinschreiben, die auch wirklich da rein müssen. Ja? Auch hier, es ist wieder kein Roman, ja? Es ist kein Wunschzettel. Da sollen bitte nur Dinge drinstehen, die wirklich für das aktuelle Projekt dann eben, für das aktuelle Release eben notwendig sind. Rechtlich klar, ist unglaublich schwer. Also gerade wenn die Leute, die diese SRS schreiben, eigentlich gar keinen rechtlichen Hintergrund haben, was in den allerseltensten Fällen der Fall ist, ja? Dann ist das wahnsinnig schwer. Und je nachdem, was man eben so macht, also wenn man jetzt zum Beispiel im medizinischen Bereich ist, oder immer dann, wenn es darum geht, irgendwie die Persönlichkeitsrechte von anderen zu berühren. Und gerade dann in Deutschland mit DSGVO ist das wahnsinnig schwer, diese SRS dann eben so zu schreiben, dass das rechtssicher ist, ja, dass es rechtlich klar ist. Das heißt, was man da eben machen muss, ist sich Hilfe an Bord holen in Form von einem Rechtsanwalt, am besten von irgendeinem Rechtsanwalt mit IT-Background, weil das eben wirklich, das ist ein Spezialgebiet. Es gibt ganze IT-Rechtskanzleien, ja, also komplette Kanzleien, wo alle Anwälte, die dort arbeiten, spezialisiert darauf sind. Und das sind zum Teil riesige Kanzleien. Ja. Die machen nichts anderes, als sich eben mit IT-Recht zu beschäftigen. Und so jemanden braucht ihr dann eben. Okay. Gehen wir doch mal weiter. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, okay, SRS, es gibt also so Dokumente, wo man diese Anforderungen reinschreibt. Aber was sind denn das eigentlich für Anforderungen?
Und jetzt gibt es hier verschiedene Anforderungsarten. Jetzt hier auf der ersten Slide habe ich erstmal zusammengefasst, so die, ich sag mal, die zwei Grobbereiche, in denen man so Anforderungen aufteilen kann. Und das habt ihr bestimmt schon mal gehört, funktionale und nicht funktionale Anforderungen. Funktionale Anforderungen, das ist das, was man immer noch sehr gut greifen kann, ja? Weil da jede Menge W-Fragen dran stehen. Ja? Also was soll das System können? Welche Dienste sollen möglich sein? Wie soll sich das System verhalten? Wie soll sich das System auch nicht verhalten? Ja? Also quasi das Gegenteil. Wie reagiert das auf Eingaben? Diese Liste ist halt nicht abschließend, aber letztendlich diese ganzen fachlichen Anforderungen. Ja? Also wenn ihr zu einem Fachbereich gehen würdet und fragt den, okay, was soll das Ding denn können? Das sind die funktionalen Anforderungen. Tatsächlich gibt es aber auch noch eine ganze Reihe nicht funktionale Anforderungen und die sind nicht weniger wichtig. Die sind zum Teil entscheiden die über den Erfolg oder Misserfolg von so einem Produkt, insbesondere wenn es um solche Sachen wie Qualitätsanforderungen geht. Performance. Klar, kein Mensch möchte irgendwie mit einer langsamen Anwendung arbeiten. Ja? Das ist ultra nervig. Ich habe da immer so aktuell diese Mediasysteme von den aktuellen Kfz irgendwie im Kopf. Ja? Da gibt es halt Autos, die machen das besser und dann gibt es Autos, die machen das nicht so gut. Das hat was mit Akzeptanz zu tun. Zuverlässigkeit, klar, ne? Wenn irgendwie nur jedes zehnte Mal, wenn ich in einem Shop irgendwas bestellen will, wenn nur jedes zehnte Mal irgendwie die Bezahlung klappt, ja, dann ist das nicht besonders zuverlässig. Gewisse Standards müssen eingehalten werden. Was besonders wichtig ist, sind Zeitbeschränkungen, also alles, was irgendwie dann auch mit Reaktionszeiten zum Beispiel zu tun hat. Ja? Also wenn ich eine UI habe, die ist total zuverlässig, aber die ist so ein bisschen laggy. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr mal irgendwie eine Website besucht, ja, die beispielsweise alle Daten schon von Anfang an lädt, dann ist es nicht nur so, dass das lange dauert, bis die Daten geladen sind, ja, wenn es einmal da ist, ist toll, sondern je nachdem, wie man diese Website programmiert oder die App programmiert, ist es dann eben so, dass das Scrollen zum Beispiel langsam ist, ja, also wirklich langsam im Sinne von, das hakt dann so, ja, und da gibt es Studien drüber, was sozusagen ein Mensch als langsam hakend empfindet, wie viele Millisekunden zum Beispiel zwischen einem Klick und der Antwort vergehen dürfen, bis ein Mensch dann eben so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt aber echt langsam. Und wenn man unter dieser Grenze bleibt, dann kann man das ein Stück weit dann vermeiden. Benutzbarkeit ist auch noch ein Riesenthema, ja, also das meint UI, UX. Ja, kann sein, dass die Anwendung, die ich gebaut habe, funktional alles kann, aber kein Mensch kann die bedienen. Ja? Das ist natürlich schlecht. Ja? Deswegen sollte man auch immer Leute mit an Bord haben. Und das können leider in der Regel nicht die Leute sein aus der Fachabteilung. Selbst wenn die gerade schon mit einem ähnlichen Produkt arbeiten, wo ihr beispielsweise eine neue Version bauen sollt. Ja? Also nehmen wir mal eine Desktop-App, die irgendwie ins Web verlagert werden soll. Wenn ihr die dann fragt, ja, was ist denn aus deiner Sicht ein gutes Benutzerkonzept, dann erzählen die euch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das Benutzerkonzept von der Desktop-App, was sie gerade verwenden. Und ich habe das schon mal erzählt, ich hatte ein Projekt vor ein paar Jahren mit dieser Oracle 9 Datenbank und mit diesem, gibt es eine spezielle Web-Oberfläche, eben keine Web-Oberfläche, gibt es eine spezielle Oberfläche, sondern eine Desktop-Oberfläche, wo man quasi einfach so Masken für diese ja, Oracle 9 Datenbank quasi bauen kann. Und die Art und Weise, wie dieses Tool verwendet wird, ist eigentlich nur per Tastatur, was ja jetzt per se nicht schlecht ist. Aber da waren quasi jede Funktionstaste hatte eine eigene Semantik und je nachdem, in welchem Kontext man gerade war, hat die was anderes getan. Und die Leute, die damit Tag ein, Tag aus gearbeitet haben, für die war das auch völlig natürlich, logisch. Ja? Aber wenn ich den eben frage, ja, und wir hatten die Aufgabe, diese Anwendung quasi ins Web zu bringen, wenn ich den eben frage, ja, wie möchtest du das denn gerne verwenden, dann sagt er mir natürlich wieder, ja, ich möchte das ja, so mit Tastatur verwenden. Und dann sagt man zu dem, naja, das ist nicht so der typische Weg, wie man Webanwendungen verwendet, ne? Weil die normalerweise dann auch auf einem Tablet laufen sollen und auf einem Handy, wo ich typischerweise keine Tastatur habe. Wahnsinnig schwierig, deswegen braucht man Leute, die sich dann eben mit UI, UX auskennen. Und die Challenge an der Stelle ist halt, die Leute, die sich mit UI, UX auskennen, die kennen sich da wiederum nicht mit der Fachlichkeit aus. Das heißt, man muss da die Leute dann eben zusammenbringen, damit da am Ende dann wirklich was bei rauskommt, was funktional und auch gut ist. Das ist nicht trivial. So, genau, so Bird's Eye View gerade, ja, also funktionale und nicht funktionale Anforderungen. Gehen wir mal so ein bisschen tiefer. Die Geschäftsanforderungen, das sind so ein Stück weit die funktionalen Anforderungen, ja, und die ergeben sich typischerweise natürlich aus dem Tagesgeschäft von irgendeiner Firma. Ja.
guckt man eben, okay, was wird benötigt, warum benötige ich das und wie kann ich das am besten umsetzen. Werden von Management und Marketing definiert? Ja, tatsächlich ist es aber vor allem so, dass dann die Fachabteilungen auch eine ganz große Rolle spielen und spielen sollten. Immer dann, wenn das nicht der Fall ist, ja, also wenn das wirklich ausschließlich von dem Management spezifiziert wird, das heißt, wenn der Chef entscheidet, wir brauchen eine neue Software, die aktuelle ist nicht mehr effizient genug und ich sage, wie das geht, dann geht das in aller Regel in die Hose. Ja, weil man eben einfach die Mitarbeiter an der Stelle nicht abgeholt hat und die Leute in der Management-Ebene in der Regel leider dann zu weit weg sind, weil die eben andere Dinge zu tun haben, zu weit weg sind von der eigentlichen Problemstellung, als dass die halt einen Input liefern könnten, der am Ende zu einem guten Produkt führt. Qualitätsanforderungen, hatten wir gerade schon, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit. Das Schwierige an der Stelle ist einfach so diese Messbarkeit von diesen verschiedenen Dingen. Ja? Also Performance, klar, kann ich irgendwie messen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, meine Webanwendung muss in so vielen Millisekunden reagieren, klar, das kann ich messen. Ich kann auch messen, ob ein Buttonklick schnell genug ist. Aber das zu definieren, das ist in der Regel nicht ganz trivial. Und vor allem dann UI, UX zu messen, wie misst man das? Ja? Also eine Möglichkeit ist, man kann die Leute fragen. Ja, man lässt die verschiedene Versionen von der gleichen Software benutzen und fragt die, welche hat dir besser gefallen, ja, und warum. Klar kann man im Hintergrund ein bisschen was mitlaufen lassen, so wie lange braucht er, um folgenden Task mit der UI zu erledigen, wie lange braucht er, um den gleichen Task mit einer etwas anderen UI zu erledigen, kann man versuchen, so ein kleines bisschen das mit Daten zu füttern oder Daten zu hinterlegen, aber das ist gar nicht so einfach. Genau. Randbedingungen und Lastenheft. Also wir kommen jetzt so ganz langsam quasi Richtung Dokument. Die Benutzeranforderungen, die kommen in der Regel, wie gesagt, aus der Fachabteilung. Was die Leute einem meistens nicht sagen oder wovon sie wenig reden, sind Randfälle. Ja, wenn ich zu so einem Menschen in der Fachabteilung gehe und den frage, erklär mir doch mal bitte, was du so brauchst, dann erzählen die dir zwei Sachen, und zwar in der Regel den Happy Path, ja, und das, was am meisten schief geht. So. Aber die anderen 8 von den 10 Fällen oder so, ne, gibt es hier Randfall A, B, C, D, E, das erzählt er dir natürlich nicht. Nicht, weil er dich nicht mag, sondern weil er nicht dran denkt. Aber das ist eine Sache, die man beim Requirements Engineering an der Stelle dann natürlich challengen muss, ja. Wo man dann wirklich viel mitdenken muss, wo man den Prozess selbst verstehen muss und sich nicht einfach quasi auf die Aussagen von der Fachabteilung verlassen kann. Ja, gut, gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Systemanforderungen, meint vor allem dann Ressourcen, ja, also wie viel CPU brauche ich, wie viel RAM brauche ich, wie viel Netzwerktraffic braucht mein System oder wird mein System vermutlich verursachen, wie dick müssen die Leitungen sein und so weiter und so fort. Ja, die Merkmale einfach nochmal zusammengefasst, Vollständigkeit, Korrektheit, Konsistenz und Normalisierung. Ich möchte nochmal so ein kleines bisschen diesen Punkt Konsistenz und Normalisierung stressen, weil uns das oder mich das in den letzten Jahren doch einiges an Schweiß gekostet hat. Man kriegt dann so ein, startet man ja nicht auf der grünen Wiese. Ja? Häufig ist es so, dass es so Brownfield-Projekte sind, so nennt man das. Ja? Also Greenfield-Projekte, grüne Wiese, ich starte von null. Brownfield-Projekte, okay, da gibt es irgendwie schon was und ich muss da irgendwie was dazu packen. Das meiste sind Brownfield-Projekte. Ja? Also wenn ihr ein Greenfield-Projekt habt, top, ja, da habt ihr wirklich Glück gehabt, weil dann könnt ihr ein Stück weit gestalten, ihr könnt das so machen, wie ihr das vielleicht wollt, aber vieles ist halt einfach Brownfield. Das heißt, ihr kriegt dann diese Dokumente, unter anderem dann eben diese SAS, ihr kriegt die Lastenhefte, die Pflichtenhefte, ja, ihr kommt als neuer Entwickler rein oder Projektmanager und dann stellt ihr plötzlich fest, wenn ich jetzt so von außen mir dieses Dokument angucke, da gibt es ja einige Anforderungen, die schließen sich meiner Ansicht nach völlig aus. Und das ist auch, das ist nicht, dass ihr das falsch verstanden habt, das kann auch vorkommen, aber häufig ist das halt auch einfach so. Genau, diese Anforderungen, die sollten sich nicht überlappen. Manchmal tun sie das trotzdem. Das Überlappen ist aber nicht ganz so schlimm wie die Konsistenz. Ja? Ja, Prüfbarkeit, Nachverfolgbarkeit und Problem, das hatten wir eigentlich auch schon. Noch ein paar Worte zu der Nachverfolgbarkeit. Meint vor allem, ich habe irgendwie eine Anforderung definiert in so einem SAS-Dokument und jetzt muss ich
beispielsweise, wenn es ein medizinisches Produkt ist und ich das in den Vereinigten Staaten von Amerika verkaufen möchte, dann muss ich gegenüber der FDA, das ist quasi die Behörde dort, die dann eben dafür sorgt, oder sagen wir mal den Daumen hoch gibt oder den Daumen nach unten hält, wenn ich ein Produkt dort an den Markt bringen will, muss ich gegenüber dieser Behörde ganz klar dieses Produkt quasi als sicher kennzeichnen. So, ja gut, wie mache ich das? Ein Weg, wie man das macht, ist, man hat quasi den Katalog mit Dingen, die dieses Produkt kann und muss dann für alle diese Einträge, also die Anforderungen im SAS in dem Fall, muss man dann belegen, okay, es gibt für jeden von diesen Anforderungen gibt es einen Test. Ja, und das meint Nachverfolgbarkeit. Ja, oder auch Tracing, je nachdem, in welchem sprachlichen Umfeld man davon spricht. Es gibt noch so ein paar andere Dokumente, gucken wir mal, ob wir da heute auch noch zukommen, zum Beispiel Software Design Specifications, ja, das sind Folgedokumente von Software Requirement Specifications, wo ich dann eben entscheide, wie löse ich denn bestimmte Anforderungen aus der SAS, beispielsweise auch softwarearchitektonisch. So, es gibt verschiedene Rollen im Anforderungsmanagement, ganz klar, wir haben das jetzt hier an der Stelle mal so in zwei grobe Richtungen unterteilt, einmal quasi Business und das Projektteam. Man könnte hier auch so ein kleines bisschen davon sprechen, das ist quasi Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ja, oder Kunde und Umsetzungsteam. Auf der Business-Seite Stakeholder, weiß jeder von euch, was ein Stakeholder ist? Habt ihr das schon mal gehört? Hochtrabender Begriff für einen Beteiligten. Mehr oder weniger, viel mehr ist es nicht. Wichtig ist, dass ihr am Anfang von so einem Projekt so eine Stakeholder-Liste macht. Ja, das ist nichts anderes als einfach eine Liste von Leuten, Abteilungen, die eben ein Interesse an dem Service, an dem Produkt haben. Und es ist auch noch wichtig, dass ihr irgendwie dazu schreibt, euch merkt, wie auch immer, warum derjenige ein Interesse daran hat. Na, also es könnte zum Beispiel ein Stakeholder von so einem Produkt könnte irgendwie der Finanzler sein von der Firma. Und so jemand hat in der Regel kein funktionales Interesse an dem Produkt, sondern mehr ein finanzielles Interesse. Das heißt, was kostet die Firma dieses Ding und liegt das noch im Rahmen? So, wenn ich jetzt aber irgendwie den CEO dazu nehme, der dann irgendwie sagt, okay, wir brauchen eine neue Version von diesem Produkt oder wir brauchen eine neue Software, dann hat der natürlich andere Anforderungen. Ne? Der möchte, dass seine Mitarbeiter effizienter werden. Vielleicht möchte der auch die eine oder andere Stelle einsparen. Ne? Hört man nicht gern, aber ist leider dann eben auch der Fall. Während es dann bei den Fachabteilungen, und auch das sind Stakeholder, ja, hier steht jetzt Nutzer, steht hier explizit nochmal aufgelistet, aber am Ende des Tages ist auch jeder Nutzer, der das Ding am Ende verwendet, ein Stakeholder. Ja? Gibt es also verschiedene Kategorien. Stakeholder ist der Oberbegriff. So, dann gibt es das Projektteam. Klar, irgendwer muss das irgendwann mal umsetzen. Und das Projektteam kann man auch nochmal runterbrechen. Auch hier, ja, das ist keine Liste, die man irgendwie in der Literatur quasi so findet, so das ist richtig und das ist falsch. Das ist eine Möglichkeit, wie man das runterbrechen kann. Wir haben jetzt hier den Requirements Engineer. Das ist quasi derjenige, der mit dem Kunden spricht und die Anforderungen aufnimmt. Und das ist eine Rolle, dafür muss man ein Stück weit geboren sein. Das kann nicht jeder, weil man als Requirements Engineer extrovertiert sein muss. Ja, man darf keine Berührungsängste haben, man muss auf Leute zugehen können, muss den Telefonhörer in die Hand nehmen, proaktiv in die Hand nehmen können und jemanden anrufen. Das ist einfach nicht jedermanns Ding. Das ist so das eine. Das andere von so einem Requirements Engineer ist, und das kann man nicht lernen. Ne? Also entweder man ist ein Stück weit extrovertiert oder man ist es nicht. Ja? Deswegen gibt es Leute, die sind dafür geeigneter und andere, die sind es halt nicht. Das ist auch gar nicht schlimm, das ist aber so. Einen anderen Teil bei dem Requirements Engineer, und das kann man durchaus lernen, ja, da gibt es hier auch Veranstaltungen, ne, SE1 und SE2, da lernt man sozusagen das technische Requirements Engineering, das heißt also die Methodiken, die dahinter stecken, wie genau gehe ich denn jetzt daran? Was sind denn so Fragen, die ich fragen kann? Was sind Möglichkeiten, wie ich diese Dinge erfasse, die derjenige mir erzählt? Ja? Also zum Beispiel, ich habe ein Ticketsystem, ja? Ich schreibe das am Anfang erstmal auf ein DIN A4-Blatt oder mehrere, ja, und übertrage das dann in Form von Epics und Tasks in mein Jira. Ja? Das sind technische Sachen, die kann man hier lernen oder auch in irgendeinem Buch oder irgendwo anders. Viel Forensik, genau. Das ist total spannend, ja? Weil man dann eben mit den Leuten sprechen kann, insbesondere wenn man sich in einer Domäne befindet, wo man eigentlich gar keine Ahnung von hat.
Wir haben zum Beispiel aktuell ein Forschungsprojekt hier zusammen mit Albert an der Uni und noch einem weiteren Industriepartner. Die machen so Retrofit von Fahrzeugpressen sozusagen, Fahrzeugteilepressen. Ne? Also wenn ihr dann jetzt irgendwie zu einem großen Automobilhersteller aus der Region geht und geht da mal so in die Fertigung, dann stehen da eben die großen Maschinen, wo dann beispielsweise die Motorhauben, die Türen und so weiter gepresst werden. Das sind dann immer so Fertigungsstraßen und diese Firma macht sozusagen dieses Erneuern von diesen Pressestraßen. Ja, so eine Pressestraße, wenn man die neu dahinstellt, dann hält die irgendwie 10 Jahre und danach, ich will jetzt nicht sagen, die ist kaputt, ne, aber dann muss die gewartet werden oder geretrofittet werden. Und was dann passiert ist, die reißen die komplette Elektronik daraus, machen viele von diesen Hardware-Verschleißteilen, machen die eben neu und das ist ein Hölleaufwand, kostet ein Höllegeld. Aber an dem Requirements Engineering an der Stelle ist es eben total spannend, weil man plötzlich in einer Domäne ist, wo man eigentlich gar keine Ahnung von hat. Und dann kann man halt den anderen Industriepartner dann ausfragen. Ja? Aber das muss man dann auch machen. Da muss man ganz viele, auch blöde Fragen stellen, also so aus seiner Sicht vielleicht, aus unserer Sicht natürlich nicht, ja, weil wir keine Ahnung davon haben. Aber da darf man auch keine Prüfungsängste haben. Das ist so der allerwichtigste Punkt dabei. Gut, der Projektmanager, klar, irgendwer muss irgendwie einen Überblick über den aktuellen Status und das ganze Projekt haben. Es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Wir haben ja letzte oder vorletzte Woche war das, oder noch ein bisschen länger her, wo wir so verschiedene Vorgehensmodelle uns mal angeschaut haben, wo man mehr oder weniger stark und detailliert in die Zukunft plant. Aber irgendwas muss man da machen. Ja? Man kann nicht einfach anfangen und dann sagen, alles klar, jetzt haben wir hier mal ein 5- bis 10-Mann-Projektteam, die wahnsinnig viel Geld kosten. Ne? Ihr wollt alle was verdienen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir dann in einem halben Jahr sind. Das geht natürlich nicht. Es geht auch in agilen Vorgehensmodellen nicht. Da muss man einfach mal schauen, dass man das eben im Griff hat. Qualitätssicherung, klar, wäre gut, wenn da mal jemand drauf guckt, ob denn auch die Qualität eingehalten wurde. Es gibt in manchen Projekten, je nachdem wie groß die so sind, gibt es richtige Qualitätssicherungsabteilungen, ja, also einzelne Leute oder sogar mehrere, wenn es ein richtig großes Projekt ist und eine richtig große Firma ist oder ein sehr wichtiges Projekt, ja, die nichts anderes machen als Testing, QA, ja, Quality Assurance ist das englische Wort dafür. Die machen wirklich nichts anderes. Und wenn ihr in so einem Projekt seid, richtig cool. Ja, also wenn ihr das nicht selbst machen müsst, was nicht heißen soll, dass ihr nicht testen sollt, aber wenn ihr genau wisst, okay, da gibt es Leute, die werden dafür bezahlt, dass die das, was ich gemacht habe, kaputt machen. Das ist großartig, ja? Weil man sich ein Stück weit dann darauf verlassen kann, dass nichts rausgeht, was nicht durch die QA gegangen ist. Ja, dann liegt die Verantwortung nicht so komplett bei einem selbst, Qualität des Produkts wird gesteigert und so weiter und so fort. Das Problem ist schlichtweg, habe ich bis jetzt noch nicht so wahnsinnig häufig erlebt, dass da ja, mehr als eine Person mal drauf sitzt. Ja, selbst bei großen Projekten, wo viel Budget dahinter steckt, wird da irgendwie eine Person drauf gesetzt, die soll dann QA machen. Natürlich völlig überfordert, ja, wenn die da irgendwie von 10 Leuten, von 10 Entwicklern Entwicklungszeug bekommt, die ja wahnsinnig viel produzieren und die soll das irgendwie testen, no way. Ja. Das ist auch der Grund, warum das dann häufig in Personalunion gemacht wird. Ja. Also wo ihr dann sagt, okay, wir machen hier TDD, ja, also Test-Driven Development, ihr schreibt einen Test am Anfang, dann implementiert ihr, und selbst wenn ihr kein TDD macht, das heißt, ihr implementiert erst und schreibt den Test danach, ist immer noch besser, als gar keinen Test zu haben. Aber deswegen wird es häufig in Personalunion gemacht. Der Dokumentationsexperte. Ja, das ist so ein Stück weit der PMO, ja, also Project Management Office, hatten wir auch schon in der Veranstaltung, wenn ich mich recht erinnere, quasi so die Richtlinien und die Art und Weise, wie bestimmte Dinge halt dokumentiert werden, welche Tools verwendet werden. Wenn jetzt nicht so ganz klar ist, okay, wie organisieren wir uns denn jetzt eigentlich hier? Wo legen wir Dokumentation ab? Machen wir das irgendwie im Rahmen von Word-Dateien auf dem SharePoint oder haben wir irgendwie einen Confluence oder irgendein anderes Dokumentationssystem? Welches nehmen wir? Ja? Welches Ticket-Tool nehmen wir? Nehmen wir überhaupt ein Ticket-Tool oder schreiben wir uns ständig E-Mails? All diese Sachen, das macht dann eben der Dokumentationsexperte. Und auch hier, ganz klar, wird das häufig auch wieder in Personalunion gemacht. Ja? Konfigurationsmanager habe ich tatsächlich in keinem meiner Projekte bisher gesehen, muss ich sagen.
Offiziell ist er quasi dafür verantwortlich, die Softwareversion und die Änderungen da drin quasi zu tracken. Auch diese Rolle wird sozusagen in Personalunion gemacht. Machen meistens irgendwie die Entwickler, beziehungsweise dann eben, wenn man beispielsweise nach Scrum vorgeht, irgendwie die Product Owner, ja, die dann eben so von oben so ein bisschen den Blick auf das Produkt haben und dann eben für die einzelnen Sprints, Releases dann eben die Softwareversionen verwalten. Gut, gucken wir noch mal so ein kleines bisschen weiter rein in das Requirements Engineering oder auch Anforderungsanalyse. Auf Deutsch im Prinzip gibt es hier vier Teile, die man da machen muss. Klar, ich muss irgendwie die Anforderungen ermitteln, ich muss die irgendwie validieren und verifizieren. An der Stelle ist es spannend, weil wenn ihr mit einer etwas größeren Fachabteilung zu tun habt, das heißt, mehrere Leute verwenden das gleiche Tool und sollen am Ende des Tages auch das gleiche neue Tool von euch verwenden, dann sprecht ihr ja in der Regel nicht nur mit einer Person, ja, weil das ist ja sehr biased dann, sondern ihr sprecht dann mit zwei, drei Leuten und stellt denen die gleichen Fragen und werdet feststellen, die geben euch unterschiedliche Antworten, die sich dann zum Teil auch ausschließen. Ja, und dann müsst ihr halt, deswegen müsst ihr dann halt mal schauen, okay, wo liegt denn da eigentlich die Wahrheit? Ja, ich meine, da will euch keiner absichtlich ins Boxhorn jagen, aber die Leute haben teilweise eben eine andere Sicht auf das Tool, die verwenden das alles etwas anders und so weiter und so fort. Ermittlungstechniken, genau, und Verifikations- und Validierungstechniken. Klar, das Ganze muss alles dokumentiert und verwaltet werden, gehen wir jetzt in der Folie hier mal nicht weiter drauf ein. Habe ich ja gesagt, das ist eine ziemlich wichtige Sache, dass ich eben weiß, okay, wie genau dokumentiere ich denn eben meinen ganzen Kram. Und nicht nur, dass ich das weiß, sondern dass im besten Fall mein Projektteam das auch weiß, wo ich die Anforderungen finde. Gut. Was gibt es für Techniken zum Ermitteln von Anforderungen? Klar, Befragung. Ich kann einfach zu den Leuten gehen und kann die fragen, wie gehen bestimmte Dinge, was hättest du gern und so weiter und so fort. Da vielleicht detailliert Fragebögen. Klar, das können die irgendwie ausfüllen. Können sie machen Beobachtung. Das habe ich selber schon mal gemacht, habe ich schon mal erzählt, wo ich zu dem Kollegen gesagt habe, hier, pass mal auf, ich bin jetzt den Vormittag mal da, so von 9 bis 12. Ich setze mich mal da hinten in die Ecke oder so ein bisschen hinter dich, ja, also ich will dich nicht behindern, tu einfach mal so, als wäre ich gar nicht da und arbeite mal. Und dann kann ich halt schauen, was der denn so tut, was seine Haupttätigkeiten sind. Natürlich muss man da immer im Hinterkopf behalten, das ist sehr eingeschränkt, ihr seid nur 3 Stunden da, ja, und da werdet ihr ziemlich sicher nicht alle Randfälle, alle Probleme und alle Success-Stories irgendwie mitbekommen. Habt das im Hinterkopf. Und je nachdem, zu welcher Zeit ihr kommt, kann das halt mal sinnvoll sein und mal nicht. Anekdote, ich war am Dienstag in Frankfurt zum Bitkom-Treffen. Kennt jeder von euch den Bitkom? Ich habe schon mal davon erzählt, glaube ich. Branchenverband, der für die Informationstechnologie beispielsweise so Paper rausbringt und Handlungsempfehlungen für die Politik. Da haben wir das Jahresprogramm für das nächste Jahr gemacht und hat ein Vorstandskollege erzählt, dass sie genau das zur Anforderungsanalyse mal bei einem Kunden gemacht haben. Und dann sind die da hingekommen und haben dem Kollegen, also haben genau das Gleiche gemacht, was ich gerade gesagt habe, haben zu dem Kollegen gesagt, okay, alles klar, wir sind jetzt da, ja, die waren nämlich zu zweit, wir sind jetzt da, machen Sie einfach Ihre Arbeit ganz normal und danach sprechen wir nochmal miteinander. Und dann hat der Kollege sich da hingesetzt und jetzt muss man dazu wissen, der hatte da irgendwie so eine Tastatur vor sich stehen und dann irgendwie 2x5 Bildschirme. Ne? Also hatte was mit Monitoring zu tun. Und dann setzt der Kollege sich da hin und wartet. Und so nach 2-3 Minuten sagen halt die beiden Beobachter sozusagen, sie können ruhig ganz normal arbeiten. Ne? Also machen jetzt nicht nochmal ein Startsignal oder so. Und dann sagt der tatsächlich, ich arbeite ganz normal. Und dann haben die zwei natürlich gefragt, wie meinen Sie denn das? Ich meine, Sie machen ja gar nichts. Ja, genau. Was gemacht habe ich tatsächlich in der ersten Hälfte des Jahres? Und typischerweise ist es so, dass in der zweiten Hälfte des Jahres da nichts mehr passiert. Da sitze ich halt hier und dann macht man einmal am Tag, blinkt da irgendein rotes Lämpchen auf dem Bildschirm da. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen was machen, aber eigentlich sitze ich nur hier. Kommt vor. Deswegen, was ist die Moral von der Geschichte? Fragt die Leute, wenn ihr sie beobachten wollt, hier, du pass mal auf, was ist denn aus deiner Sicht ein guter Zeitpunkt, um dir mal über die Schulter zu schauen? Ja? Also nicht einfach sagen, hier, ich stelle dir mal einen Termin ein und ich komme da mal vorbei, sondern ein weiteres Beispiel, damit ihr das ein bisschen besser nachvollziehen könnt.
Das Unternehmen in Hamburg, das macht zum Beispiel am Ende des ersten Quartals eines jeden Jahres einen Rechnungslauf. Ja, da werden quasi alle Rechnungen geschrieben und werden an die Kunden verschickt. Das ist halt nur einmal im Jahr innerhalb von 4 Wochen. So. Deswegen ist es sinnvoll, in diesem Zeitraum mal dahin zu gehen. Ja, also irgendwie dann im März und nicht im Januar, nicht im Februar und auch nicht im April, sondern dann im März. Manchmal ist das nicht möglich, ja, manchmal laufen Projekte nicht so lang, aber habt es einfach ein Stück weit im Hinterkopf. Genau. Ich kann natürlich auch einen Blick in die vorhandenen Systeme werfen. Ja, also wenn es schon Software gibt, haben wir auch gemacht, dann fragen wir, ob wir mal in den Quelltext gucken dürfen, sofern es den gibt. Ja, nicht immer ist der Quelltext vorhanden. Auch eine wichtige Sache, wenn ihr Quelltext, also wenn ihr Software für einen Kunden schreibt, klärt, wo denn eigentlich der Quelltext liegt. Ja, weil rein rechtlich gesehen, ich meine, der kauft euch ein und kauft natürlich auch den Quelltext von euch. Aber wie häufig habe ich schon mit einem Kunden gesprochen, der dann gesagt hat, keine Ahnung, wo der Quelltext dafür ist, haben wir nicht gekriegt. Wie haben sie nicht gekriegt? Welcher Dienstleister war das denn? Ja, XYZ. Ja, dann fragen sie den nochmal. Oh, zu dem haben wir schon lange keinen Kontakt mehr. Blöd. Und manchmal hilft das, wenn man tatsächlich mal in den Code reingucken kann, gerade bei der Definition oder Analyse von Randfällen. Genau, Inventurmethode, das kann sehr, sehr anstrengend und nervig sein. Man kann fragen, okay, habt ihr denn irgendwie Dokumentation? Was habt ihr generell an Dokumenten? Kann ich da mal einen Blick reinwerfen? Und manchmal sagen die, okay, ja, haben wir hier, da Benutzerhandbuch und hier haben wir Folgendes. Und im allerschlimmsten Fall sagen die, alles klar, da hinten ist unser Lager und da stehen 581 Kisten, wo halt das ganze Zeug drin ist, weil wir müssen das 10 Jahre lang aufheben. Ist also nicht die effizienteste Art und Weise, aber manchmal notwendig. Und klar, und am Ende des Tages, und das meint Kreativitätstechniken, alles, was dazu führt, dass ihr die Anforderungen für diese Software aufnehmen könnt, ist erlaubt. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, das ist total sinnvoll, dass ich mich jetzt mit den 5 Leuten aus der Fachabteilung mal hinsetze und mal ein Brainstorming mache, ein Eventstorming, irgendeine andere Art von Methodik, dann macht das. Ja, auf jeden Fall. So, was gibt es denn für Techniken, um quasi die Anforderungen zu validieren? Erstmal, klar, was gibt es für Arten, was muss ich denn validieren? Klar, also einmal irgendwie den Inhalt, das heißt das, was sozusagen da drin steht, Dokumentation und passt das denn alles zusammen? Und dann ist die Frage, wie kann ich das denn machen? Eine Sache, wo ich immer schauen muss, ist, ich muss die richtigen Stakeholder, also die richtigen Beteiligten ins Boot holen. Ich muss überlegen, okay, wer könnte jetzt für diese Requirements, die ich aufgenommen habe, wer kann sagen, ob das richtig ist oder nicht? Wir haben das dann ganz konkret so gemacht, dass wir gesagt haben, alles klar, ich habe mich jetzt hinter diesen Kollegen gesetzt, ich habe mitgeschrieben, ja, also währenddessen lege ich keine Jira-Tickets an, das geht nicht, mitgeschrieben, bin dann wieder heimgefahren, habe dann dort eben Apex und User Stories und so angelegt und habe den Dirk dann gebeten, alles klar, Dirk, pass mal auf, guck mal, ich habe hier die User Stories, kannst du da mal drüber gucken, ob das aus deiner Sicht sinnvoll und richtig ist. Ja. Genau, also Prüfungstechniken, klar, Stellungnahme, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich kann zu ihm gehen und dann eben sagen, hier passt das soweit. Ich kann das auch, das wäre ja so asynchron. Ja? Das heißt, ich gebe ihm irgendwie, er hat ja auch Zugriff dann auf das Jira, gebe ihm irgendwie die Liste von Tasks, die er sich mal angucken kann oder User Stories, die er sich angucken soll. Und das ist so asynchron. Ich kann das auch zusammen mit ihm durchgehen. Hängt immer so ein kleines bisschen davon ab, wie viel Zeit derjenige hat. Ja, manchmal ist es so, dass die im Tagesgeschäft dann sehr verhaftet sind, zwischendurch aber mal 10 Minuten Zeit haben. Deswegen passen so asynchrone Methoden dann für die besser. Inspektion heißt sozusagen Checkliste. Ja, ich gehe wirklich nach einer bestimmten Checkliste durch und hake das ab oder nicht. Diese Checkliste, die hängt halt sehr, sehr stark davon ab, in welcher Domäne ich mich befinde. Simulationsmodell Prototyp ist ziemlich cool. Ich kann wenn ich diese Anforderungen gemacht habe, ich habe so ein kleines bisschen was vom Design Thinking Workshop mal erzählt hier, dann kann ich natürlich auch direkt einen Prototyp machen, ja? Also ein Click-Dummy zum Beispiel. Ja? Also wenn ich dem da jetzt irgendwie 4 Stunden über die Schulter geschaut habe, da sind irgendwie 20 User-Stories bei rausgeploppt, dann habe ich vielleicht eine Idee, wie das am Ende aussehen könnte. Und statt da jetzt ein halbes Buch zu schreiben, kann ich halt auch einen Click-Dummy zusammenklicken. Ja? Gibt es Tools für,
Kann ich einfach Bildchen nehmen, kann bestimmte Bereiche von diesen Bildern so als Hotspots markieren. Wenn man da draufklickt, kommt ein neues Bildchen. Und wenn man das einigermaßen geschickt macht, dann hat man so das Gefühl, okay, das ist jetzt ein richtiges Tool. Genau. Gut, was gibt es für Techniken zur Dokumentation von Anforderungen? Klar, gibt es einmal sozusagen die natürliche Sprache, Prosa. Das heißt, ich schreibe das einfach mehr oder weniger natürlichsprachlich auf. Hat alles Vor- und Nachteile. Klar, ne, die Stakeholder müssen da keine neue Notation lernen, sofern ich an der Stelle bei der gleichen Domänensprache bleibe, die ich dann auch erstmal lernen muss. Und gerade so diese Nachteilanforderungen können mehrdeutig sein. Ne? Das ist gerade, wenn ich eigentlich keine Ahnung davon habe, dann verwende ich bestimmte Domänenbegriffe vielleicht auch falsch, ja, im falschen Kontext. Oder, und auch das passiert, wenn ich mich mit verschiedenen Leuten unterhalte, dann nennen die verschiedenen Leute den gleichen Fakt anders. Die meinen dann zwar das Gleiche, aber die nennen das anders. So, und richtig schlimm wird es dann, wenn die das Gleiche sagen, aber was anderes meinen. Und das weiß man, ne, bis man das spitz kriegt, das kann unter Umständen schon relativ lang dauern. Deswegen auch Vermischung von Perspektiven. Dann gibt es die konzeptuellen Modelle, zum Beispiel Diagramme. Ne, das ist natürlich cool, weil ich, wenn ich irgendeine Art von UML-Diagramm zum Beispiel habe, ja, gibt es Strukturdiagramme, es gibt Verhaltensdiagramme. Damit kann ich ziemlich viel mehr oder weniger standardisiert ausdrücken. Ja, wir hatten BPMN. Auch eine super Art und Weise, wie ich Dinge ausdrücken kann. Ist kompakter, gerade BPMN haben wir gelernt, okay, wenn ich irgendwem ein BPMN-Diagramm gebe, dann kann derjenige das wahrscheinlich einfach so lesen, ohne dass ich da ihm groß irgendwie helfen muss. Tatsächlich ist aber da so ein bisschen das Problem, das ist eben nicht universell einsetzbar. Das heißt, wenn ich da irgendwelche Anforderungen habe, die sich dann eben mit der Art und Weise, wie ich das jetzt dokumentieren möchte, nicht abbilden lassen, na, dann geht das schlichtweg nicht. Und ich brauche natürlich Modellierungskenntnisse. Ja. Mal mehr, mal weniger. Bei BPMN komme ich relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Wenn ich jetzt UML mache, ich glaube, UML hat über 13 Diagrammarten, die Hälfte davon Strukturdiagramme, die andere Hälfte Verhaltensdiagramme. Und bis ich da verstanden habe, für welches Diagramm oder in welchem Use Case ich welches Diagramm einsetze, dann ist das Projekt rum. Plus der Fakt, dass die Stakeholder, die dann gerade so auf Kundenseite sind und vielleicht nicht so technisch affin sind, wie wir das sind, die können mit solchen Sachen wie UML-Diagramm halt häufig nichts anfangen. Aber auch hier, das, was hilft, ist erlaubt. Das heißt, ihr dürft durchaus Mischformen machen, ja, wenn ihr sagt, okay, wir haben da ein Stück weit Prosa-Text, ja, und dann packen wir da noch ein passendes Diagramm rein, was den ganzen Zusammenhang erläutert. Make it. Ja, macht's einfach. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass da eben die Anforderungen in einer gescheiten Art und Weise dokumentiert sind. So, wie kann ich das Ganze verwalten? Klar, diese Dokumente, also alle Dokumente inklusive der SRS, haben natürlich einen Lebenszyklus. Ja, das beginnt bei, ich öffne das erste Mal ein Word-Dokument oder in irgendeinem speziellen Tool, wo ich diese SRS erfasse. Lege ich ein neues Dokument an. So, aber ich habe ja gesagt, zum Teil leben diese Dokumente halt jahrelang, haben dann verschiedene Versionen und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss fortwährend dafür sorgen, dass ich idealerweise nur eine Instanz von diesem Dokument habe, die aber quasi ja, wächst. Ja, und ich nicht den Überblick darüber verliere, was ist denn die aktuelle Version von diesem Dokument. Verfolgbarkeit ist ziemlich spannend. Ich habe ja gesagt, Verfolgbarkeit und Tracing, ja, ist ein relativ wichtiges Instrument, was man bei der Definition von Anforderungen und dann bei der späteren Umsetzung berücksichtigen muss, sodass ich eben sagen kann, okay, dieser Knopf, der da jetzt in der UI ist, der lässt sich zurückführen auf folgende Anforderungen und wird durch folgende Designentscheidungen quasi implementiert und wird durch folgenden Test abgedeckt. So, und wenn das eine Anwendung mit einer gewissen Komplexität ist, dann gibt es da einfach wahnsinnig viele SRS. Es gibt wahnsinnig viele SDS, also Software Design Specifications. Es gibt wahnsinnig viele Tests und die Art und Weise, wie wir das in einem Projekt mal gemacht haben, war Excel-Tabellen. Und das war die Hölle, sage ich euch. Ja, da hat man
eine Excel-Tabelle gehabt, die größer, wenn ich es ausgedruckt hätte, größer als die Tafel da gewesen ist, in Schriftgröße 10. So, mal abgesehen davon, dass das natürlich in keinster Art und Weise übersichtlich ist, ist das die Wartungshölle. So, was hat man also gemacht? Man hat ein Tool geschrieben, was quasi dieses Excel einliest und beispielsweise dann automatisch tracen kann, für welche SRS es noch keinen Test gibt. Ja, weil allein aus diesem Dokument finde ich das nicht mehr. Dafür gibt es natürlich auch Tooling, ja, also für dieses Tracing gibt es spezielles Tooling, was ich einsetzen kann, jenseits von Excel. Ja, Versionierung, ganz wichtig. Wir haben, wenn wir diese Dokumente erstellen, oben auf dem Deckblatt in der Regel und normalerweise auch entweder in der Kopfzeile oder in der Fußzeile immer die Versionsnummer von dem Dokument, weil Folgedokumente sich immer auf eine bestimmte Version von diesen Dokumenten beziehen. Ja, also so eine Software Design Specification bezieht sich auf Version 0.1.0 von der SRS mit dem und dem Namen. So, und das ist auch wichtig, weil gerade wenn diese Dokumente dann wachsen, ne, die leben über einen bestimmten Zeitraum, dann ist es wichtig, wenn ich mir jetzt hier, ich bekomme so ein SDS, ja, dann muss ich wissen, welches SRS gehört denn jetzt dazu? Ist das jetzt die aktuellste SRS-Version, die ich nehmen muss? Ist das die von letzter Woche? Und wenn ich das nicht weiß, dann gibt es ein heilloses Durcheinander. Deswegen ist die Versionierung von diesen Dokumenten ist einfach enorm wichtig. Und am Ende des Tages, nicht nur während der Arbeit, sondern natürlich dann auch bei der Abnahme, dann ist es wichtig, welche Version von welchem Dokument reiche ich denn jetzt beispielsweise bei der FDA ein? Ja? Und welche Version accepten oder rejecten die dann eben auch? Ja, es gibt verschiedene Phasen im Anforderungsmanagement. Wir haben das hier mal unterteilt in quasi zwei Bereiche. Obere Requirements Engineering, ich glaube, das liegt ein Stück weit auf der Hand, wie das funktioniert. Ich muss die irgendwie erstmal ermitteln, dann muss ich sie analysieren im Sinne von verstehen auch. Ja? Dann spezifiziere ich sie, das heißt, ich schreibe sie runter und dann validiere ich sie, ja? Indem ich dann jemanden frage, indem ich eine von den Techniken anwende, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und bei jeder von diesen Punkten sozusagen muss ich halt unter Umständen auch nochmal zurückgehen. Ja, wenn ich halt feststelle bei der Validierung, oh, also irgendwas ist hier schief, hier gibt es Inkonsistenzen, das passt nicht, dann muss ich eben nochmal zurück zu der Fachabteilung, da wo ich die Sachen ermittelt habe und muss halt nochmal fragen, hier, du pass mal auf, ich habe jetzt hier mit drei Leuten gesprochen, ich habe das hier spezifiziert und bei der Validierung ist mir aufgefallen, also irgendwie gibt es da Widersprüche. Wie genau funktioniert das denn jetzt? Genau, und dann einfach nochmal die Mittel sozusagen höher aufgehängt bei dem Requirements Engineering. Was habe ich da? Anforderungsänderungen, Dokumentenverwaltung, Planung, Organisation und Kontrolle. Gerade mal schauen, da haben wir eigentlich schon größtenteils drüber gesprochen. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr so sehr im Detail zu machen. Überspringen wir heute mal. Gehen wir doch mal direkt zum Lastenheft. Das ist relativ wichtig. Hat irgendwer von euch eine Ahnung, was ein Lastenheft ist? Also ja, da steht irgendwie die Definition der deutschen Norm zum Projektmanagement. Vielleicht die Frage ein bisschen anders gestellt. Hat jemand von euch schon mal ein Lastenheft geschrieben oder gelesen? Gesehen? Habt ihr es gut? Okay. Was ist ein Lastenheft? Eigentlich total leicht. Ne? Man muss einfach mal so dieses Lasten- und Pflichtenheft muss man im Kopf so ein bisschen klarkriegen, weil das verwechselt man häufig. Was ist denn das eine und was ist das andere? Ich hoffe, dass ihr das nach dieser Einführung jetzt hier einigermaßen drin habt. Die Definition selbst ist vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines Projektauftrags. Das Allerwichtigste bei dem Lastenheft ist, das kommt von dem Auftraggeber, ja? Also von eurem Kunden. Der schreibt das Lastenheft. Fachlich und technisch in der Regel nicht. Ja? Technische und inhaltliche Vorgaben heißt nicht, wie soll das Ganze am Ende umgesetzt werden, sondern was gibt es für Rahmenbedingungen. Ja? Also wenn ihr einen Kunden habt, der möchte, dass ihr für ihn eine Software entwickelt, dann kann eine technische Rahmenbedingung zum Beispiel sein, das muss bei AWS gehostet werden, weil wir alles andere auch schon bei AWS haben, weil wir AWS Knowledge haben und so weiter und so fort. Und das ist wichtig. Ja?
Das Lastenheft beschreibt alle Anforderungen an das Software-System in einem Dokument. Und auf Basis von diesem Lastenheft kann man ein Pflichtenheft machen. Was das ist, kommen wir gleich zu. Muss durchgängig im Präsens verfasst sein. Soll und könnte Formulierungen sind nicht erlaubt. Warum? Lasten- und Pflichtenhefte sind in der Regel die Grundlage für ein Gewerk. Ja, ihr habt ja Angebote geschrieben und macht das normalerweise auf Basis von einem Lastenheft. Na, wenn ihr dann ein Pflichtenheft schon habt, cool. Meistens funktioniert das so nicht, weil der Auftraggeber im besten Fall das Lastenheft hat. Das guckt ihr euch an und dann macht ihr ein Angebot und dann entscheidet er, ob er euch beauftragt oder nicht. Und erst dann macht ihr das Pflichtenheft, weil das Pflichtenheft ist wahnsinnig aufwendig. Kostet dann einfach zu viel Geld. Deswegen macht man das dann erst später. Oder man macht ein Vorprojekt und der Auftraggeber bezahlt euch dafür. Das geht natürlich auch. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass da keine Soll- und Könnte-Formulierungen drinstehen. Also ne, da darf nicht drinstehen, ja, es wäre ganz schön, wenn. Ja, also keine Konjunktive. Ne? Sollte möglichst auf AWS gehostet werden. Nein, nicht machen. Ne? Also wenn ihr sowas da drin lest, streicht das irgendwie an. Besprecht das mit dem Auftraggeber. Hier, du, pass mal auf, da steht das drin. Was genau hättest du denn jetzt eigentlich gern? Ne? Wichtig. So, dann auf der anderen Seite das Pflichtenheft. Vom Auftragnehmer erarbeitete Realisierungsvorgaben auf der Basis des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts. Ganz klar, also ich kriege das Lastenheft und auf Basis von diesem Lastenheft schreibe ich dann ein Pflichtenheft und das mache ich. Ja, also ich als Auftragnehmer. So, das ist quasi das, was ich mache. Wie macht man das? Typischerweise, cool ist es, wenn man das irgendwie digital bekommt von dem Auftraggeber, vielleicht sogar im Word-Format oder so. Also irgendwas, was ich dann irgendwie einfach kopieren kann. PDF ist auch okay, ja, kopiere ich dann einfach das ganze Dokument, mehr oder weniger, die Anforderungen in ein neues Dokument, streiche Lastenheft durch, ja, schreibe Pflichtenheft drüber und mache dann für jede Anforderung, die dort in diesem Lastenheft steht, schreibe ich, wie ich das denn gedenke umzusetzen. Ja, welche Techniken verwende ich, wie genau will ich das machen, bis zu einem gewissen Detailgrad. Ja. Ich schreibe jetzt also nicht das in Ticket genau sozusagen da rein, aber es muss schon irgendwie klar sein, wie genau will ich das denn umsetzen. Dieses Pflichtenheft, und das liegt, glaube ich, ein Stück weit auf der Hand, ist deutlich umfangreicher als das Lastenheft, klar, weil in dem Lastenheft idealerweise stehen da irgendwie die einzelnen Anforderungen durchnummeriert, hoffentlich, stehen da irgendwie drin mit jeweils ein, zwei erklärenden Sätzen, in der Hoffnung, dass das nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Aber ihr müsst natürlich dann sagen, okay, wie gedenkt ihr das umzusetzen? Und deswegen ist das einfach typischerweise 2 bis 3 Mal so umfangreich. Auch hier wieder Versionierung von den Dokumenten. Dieses Lastenheft, was ihr von dem Kunden bekommt, das sollte eine Versionsnummer haben. Hat es die nicht, dann bittet den Kunden bitte, da eine Versionsnummer drauf zu schreiben. Warum? Weil ihr auf Basis von diesem Lastenheft ja ein Pflichtenheft macht und nicht selten kommen die Kunden auf die Idee und passen das Lastenheft, nachdem sie das euch geschickt haben, passen die das nochmal an. So, und das ist dann schwer zu sagen, auf welches Dokument, auf welches Lastenheft sich euer Pflichtenheft so bezieht. Na, da sagt ihr dann einfach, alles klar, das ist das Pflichtenheft zu Version 021 von Lastenheft XYZ. Und dann ist es absolut klar, dann kann ich mir das Lastenheft rausnehmen und wenn der Kunde danach irgendwie noch was dazu geschrieben hat, dann sollte der natürlich auch die Versionsnummer inkrementieren, klar. Dann ist aber klar, dann ist es auch nicht schlimm, wenn dann irgendwie in meinem Pflichtenheft irgendwas fehlt, weil er das danach hinzugefügt hat. Genau. Hier nochmal so ein kleines bisschen grafisch dargestellt. Also wie erzeuge ich sozusagen das Pflichtenheft? Ich kopiere das mehr oder weniger und dann gibt es verschiedene Iterationen, indem ich dann quasi mein Pflichtenheft erstelle und inkrementiere halt immer die Versionsnummer. Na, viel mehr sagt das nicht aus an der Stelle. Nochmal zusammenfassend die Gegenüberstellung vom Lasten- und Pflichtenheft. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt drauf ein. Wichtig ist, Lastenheft kommt vom Kunden, Pflichtenheft macht ihr. Bei dem Lastenheft, das ist vertragsrelevant, ja, also weil es typischerweise das Dokument ist, was ihr dann häufig bei Gewerken bekommt, worauf ihr dann ein Angebot macht und dann ein Vertrag gemacht wird, dass ihr das dann zu liefern habt. Deswegen ist das vertragsrelevant.
ihr könnt euch das auch ganz gut merken. Lastenheft ist das, was der Kunde sich wünscht. Ja, Pflichtenheft ist das, was er bekommt. Das heißt, er muss das Pflichtenheft bei der finalen Unterzeichnung von dem finalen Vertrag, von dem Gewerk sozusagen, muss die Versionsnummer von dem Pflichtenheft drin stehen und das muss er gegenzeichnen. Ja? Nicht, dass er danach herkommt und sagt, ja Moment, aber ich habe doch hier in meinen Lastenheft XYZ habe ich doch Folgendes reingeschrieben und das kann sogar sein, dass er das danach nicht mehr aktualisiert hat. Das habt ihr falsch interpretiert. Kann ja sein. Dann müsst ihr sagen können, nee, tut mir leid, aber guck mal, du hast die folgende Version von dem Pflichtenheft, die sich auf folgende Version von eurem Lastenheft bezieht. Das hast du unterschrieben. Wir können uns gerne darüber unterhalten, dass es einen Change-Request gibt, aber es ist kein Bug. Ja, oder kein fehlendes Feature oder so, was wir eigentlich noch liefern müssten, sondern das habt ihr schlichtweg einfach nicht bestellt. So, eine Sache noch bei Lasten- und Pflichtenheft, das ist so die ideale Welt. Ne? Also ihr bekommt vom Kunden ein Lastenheft. Habe ich noch nie erlebt. Tatsächlich, was man von dem Kunden bekommt, ist das, was ihr auch von uns bekommt, ja, von Floridize. Also ein mehr oder weniger dahingeklatschtes Dokument, wo ein paar Wünsche drin stehen, ja, was Floridize gerne hätte. Und das spiegelt tatsächlich ein Stück weit die Realität wider. Ja, bei manchen Kundenprojekten, ist das Lastenheft ein bisschen detaillierter, ein bisschen besser. Bei manchen kriegt man fast gar nichts. Ja, da kriegt man gefühlt eine E-Mail, ja, mit drei Absätzen. Wir hätten gerne Folgendes. Und was dann passiert, und auch das ist gängig und auch das ist kein Problem. Aber was man dann macht, ist, man unterstützt den Kunden bei der Erstellung des Lastenheftes. Das heißt, häufig ist es auch so, dass man nicht nur das Pflichtenheft schreibt, sondern man schreibt auch das Lastenheft ein Stück weit. Muss man als Unternehmer natürlich immer so ein Stück weit überlegen, okay, wie mache ich das kostendeckend? Ja, also ich meine, ich gehe ja ohnehin schon, also selbst wenn ich jetzt ein Lastenheft bekommen würde, dann gehe ich ohnehin schon in Vorleistung in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige. In dem Moment, wo ich das Dokument aufmache, kostet es meine Zeit und ich kann nichts anderes tun. Das heißt, das kostet Geld. Das ist in der Regel ein Stück weit das unternehmerische Risiko, was ich habe. Ja, das heißt, ich muss mir das angucken, beschäftige mich mehr oder weniger lange damit, hole eventuell noch zwei, drei Kollegen dazu, Experten. Ne, wir hatten ja Schätzmethoden. Wenn ich dann ein Angebot machen will, muss ich das irgendwie schätzen. Das kann ich in der Regel gar nicht allein. Das heißt, ich involviere da noch zwei, drei Kollegen. So und ruckzuck sind allein für die Evaluierung von dem Lastenheft und für das Erstellen von dem Angebot sind mal 5.000 Euro weg. Das geht ruckzuck. Total schnell. Ist in der Regel aber auch kein Problem, wenn das Projekt, keine Ahnung, ein Volumen von 200.000 Euro hat oder so. Dann ist das okay. Ja? Wenn der Kunde jetzt natürlich wünscht, das heißt, ihr kriegt da irgendwie eine E-Mail mit zwei Absätzen und dann sagt ihr dem, ja, aber auf Basis von diesen zwei Absätzen kann ich euch kein Angebot schreiben. Es wäre schon ganz cool, wenn wir da irgendwie noch ein Lastenheft machen würden. Und dann sagt er zu euch, ja, dann macht doch mal das Lastenheft. Dann könnt ihr sagen, ja, machen wir gerne. Aber wir würden empfehlen, beispielsweise erstmal ein Vorprojekt zu machen. Ja? Also ohne euch da jetzt gleich richtig zur Kasse bitten zu wollen, aber das ist für uns halt ein gewisses Risiko, passt. Kann auch Mischdinger machen, dass man eben sagt, hier, wir schicken mal einen Kollegen einen halben Tag mal bei euch vorbei, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, ja, das, um dem Kunden da entgegenzukommen. Gerade wenn es ein neuer Kunde ist, investiert man da natürlich ein bisschen mehr, geht ja mehr in Vorleistung, ganz klar, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das müsst ihr immer im Hinterkopf haben. Weil solange da nichts unterschrieben ist, seht ihr auch keine Kohle. Gut, hier nochmal so ein bisschen was, ein Beispiel, wie man dokumentieren kann. Ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht ganz trivial ist. Hier in dem ganz konkreten Beispiel ist es ein UML-Komponentendiagramm. Hat so ein Ding von euch schon mal jemand gesehen oder gar selbst gezeichnet? Ich habe das Gefühl, das wird insgesamt auch ein kleines bisschen weniger. In meinem aktuellen Projekt ist es so, dass das gemacht wird mit einer... Ich formuliere es mal so, mit einem speziellen Stil. Ja, da gibt es auch so ein paar mehr UI-Elemente, die dann da eingebaut werden. Aber hier zum Beispiel, da sieht man eben, okay, es gibt irgendwie zwei Komponenten oder zwei Subsysteme, sogar drei Subsysteme. Einmal der Webstore hier auf der linken Seite, ein Warehouse, also so ein Lagerhaus sozusagen auf der rechten Seite und dann das Accounting. Und man sieht einfach ein Stück weit, okay, welche Komponenten auf ganz hoher Flugebene gibt es in den einzelnen Subkomponenten und wie sprechen die miteinander? Ja, also welche Subkomponenten sprechen auch miteinander? So, jetzt ist das hier so, da könnte man fast sagen, da spricht jeder irgendwie mit allem. Ja? Aber man sieht vor allem, okay, wo gibt es denn hier Schnittstellen? Und das hier, das heißt beispielsweise, dass diese Komponente
zwei Schnittstellen hier bereitstellt, also insgesamt drei, die natürlich auch, wobei, nee, die wird genutzt. Die beiden Schnittstellen werden bereitgestellt, ja, also einmal eine Manage Orders Schnittstelle und eine Manage Customers Schnittstelle. Und die wird von diesem Subsystem Webstore verwendet. Das muss man ein Stück weit lernen, das muss man wissen, dass dieser Kreis eben bedeutet, ich stelle diese Schnittstelle zur Verfügung, kann man sich so ein bisschen wie so eine Anhängerkupplung am Auto vorstellen, ja? Und das wäre dann hier der Anhänger. Und diese Subsysteme hier, diese Komponenten in dem Subsystem nutzen dann diese Schnittstelle, indem sie da so reingreifen. Ja? Genau. Und hier ist es genau umgekehrt sozusagen, hier bietet eben dieses Warehouse eine Schnittstelle, die dann hier von dem Accounting verwendet wird. Gehen wir jetzt nicht weiter ins Detail ein, einfach nur, damit ihr mal so ein Diagramm gesehen habt. Und von diesem, das ist ein Strukturdiagramm, das heißt, das beschreibt kein Verhalten, ja, sondern ja, hat halt eine gewisse Sicht auf einen bestimmten Ausschnitt von der Gesamtanwendung. Kennt ihr das da, Klassendiagramm? Habt ihr das schon mal gesehen? Nicken? Cool. Das halte ich tatsächlich auch für ziemlich wichtig und ziemlich aktuell. Jetzt ist es weg. Letzte Woche war da, glaube ich, noch so ein ER-Diagramm, was in erster Näherung sehr ähnlich ist. Aber so ein Klassendiagramm eignet sich vor allem so unter Entwicklern ziemlich gut, um über Modelle zu sprechen. Und Modelle, das ist einfach eine Sache, die ist auch heute in der Softwareentwicklung wahnsinnig wichtig, also quasi die Datenstrukturen. Ne? Ihr könnt Modelle, könnt zu Modellen meinetwegen auch Datenstrukturen sagen, also welche Klassen gibt es, welche Entitäten gibt es, wie sind die miteinander verbunden, ja, welche Assoziationen dazwischen gibt es, welche Properties haben die einzelnen Entitäten und so weiter und so fort. Und da ist UML tatsächlich ziemlich stark drin, das in einer ja, sehr ja, kondensierten Art und Weise darzustellen. Wir können uns das hier mal am Beispiel angucken. Das hier ist eine Klasse. Diese Klasse heißt Konto. Dann gibt es immer so zwei, die heißen Compartments. Ja? Also so zwei Bereiche innerhalb von dieser ganzen Klasse hier. In diesem ersten Bereich sind die ganzen Properties drin. Hier in dem Fall gibt es nur eins. Man sieht, wie das Property heißt. Bezeichnung in dem Fall. Und man sieht sogar den Datentyp. Ja? Doppelpunkt String. Dann weiß man, okay, wenn ich jetzt eine Klasse schreiben müsste, dann braucht ihr ein Property, die Bezeichnung oder das Bezeichnung heißt, was vom Datentyp String sein muss. Des Weiteren gibt es hier irgendwie zwei Methoden, Funktionen, nennt sie wie immer ihr möchtet. Die eine heißt Saldo, hat keinen Parameter und gibt ein Objekt vom Typ Geldbetrag zurück. Und das zweite ist eine Methode, die heißt Einzahlen, die hat einen Parameter mit Betrag und Geldbetrag. Hier an der Stelle steht hier hinter jetzt nichts mehr, das heißt, die gibt auch nichts zurück. Normalerweise, wenn man es jetzt noch ein bisschen schöner machen wollen würde, würde man da Doppelpunkt Void dran schreiben, einfach um ganz klar auszudrücken, okay, diese Methode hat jetzt keinen Rückgabewert. So, dann gucken wir uns hier mal diese Assoziation zu dem Kunde an, das heißt, das hier ist eben auch eine Klasse, ja? Die hat jetzt in dem Fall hat die weder Attribute noch Methoden, deswegen ist das jetzt hier einfach nur so ein Kasten. Und hier sieht man einfach so eine Assoziation. Das hier nennt sich Rollen. Ja? Das heißt, und das liest sich so, dass man eben sagt, okay, wenn ich von Kunde zu Konto gehe, dann gibt es in der implementierten Kundeklasse gibt es offenbar eine Liste. Das sieht man an der Kardinalität. Ne? Also man nennt diese Zahlen, die hier dran stehen jeweils, nennt man Kardinalitäten. Dann gibt es hier anscheinend eine Collection, eine Liste oder so, die Konto heißt, wo ich eben viele Dinge reinpacken kann. So, und auf der anderen Seite gibt es, wenn ich auf der Kontoklasse bin, gibt es den Zeichnungsberechtigter oder die Zeichnungsberechtigter Property. Und das können auch viele sein, das heißt, es muss auch wieder eine Collection sein. Und so stehen die miteinander in Beziehung. Das hier bedeutet, dass das ist ein Vererbungsfile, ja? Das heißt, das sind sozusagen Spezialkunden, das eine ist ein Privatkunde, das andere ein Geschäftskunde und jetzt seht ihr auch schon, warum hier keine Properties drin sind, einfach weil es hier keine Überschneidungen gibt. Ja, wenn ihr jetzt eine Property hättet, die bei Privatkunden und bei Geschäftskunden gleichermaßen verfügbar sein soll, dann würdet ihr die hier oben reinschreiben, falls nicht, schreibt ihr die jeweils halt in die unteren Kästchen.
Soll jetzt hier kein UML-Kurs werden, aber was ihr hier mitnehmen sollt, ist, das ist eine Art und Weise, wie ihr quasi Struktur modellieren könnt. Gerade UML-Klassendiagramme bieten sich wirklich sehr, sehr gut an, so als Diskussionsgrundlage, wenn man in einem Projekt ist und man darüber spricht, wie sieht denn eigentlich unser Modell aus. Die weitere schöne Sache bei diesen Klassendiagrammen ist, dass die so vollständig sind, dass ich dann wirklich auf Basis von diesem Diagramm 1, 2, 3, 4, 5 Klassen schreiben kann. Das funktioniert am Ende. Ja, weil so diese Art und Weise, wie das notiert ist, ist eindeutig, wie ich das Ding dann am Ende implementiere, in meiner Programmiersprache meiner Wahl. Genau. Habt ihr dazu zu Lasten- und Pflichtenheft, Klassendiagramm, Komponentendiagramm, all das, was wir heute gemacht haben, noch irgendwelche Fragen? Okay, dann würde ich sagen, werfen wir doch mal einen Blick in die Aufgabe 9. Und wer hätte das gedacht? Ihr sollt ein Pflichtenheft auf Basis von dem Florida, ich habe das jetzt mal Floridized Lastenheft genannt, ja, das bekommt ihr sozusagen von uns. Wir tun mal so, als wären wir ein Kunde und ja, ihr sollt sozusagen das Pflichtenheft basierend auf diesem Lastenheft schreiben. Wichtig an der Stelle, es gibt nur eine Abgabe, diesmal aber dann gleich mit den 40 Punkten, ja, das ist ja bei jeder Aufgabe so. Dafür habt ihr aber auch länger Zeit, weil wir haben jetzt Weihnachten, ja. Ich habe mal, ich glaube, 2 Wochen stimmt gar nicht, das ist sogar länger, ne? Ich habe jetzt mal in den Kalender geschaut. In der Woche, Donnerstag, 5.1., haben wir noch keine Lehrveranstaltung. Aber das wäre trotzdem ganz gut, wenn ihr das bis dahin fertig macht. Ja, okay. Wir machen das, diese Aufgabe kriegt ihr sozusagen als Weihnachtsgeschenk, braucht ihr also nicht machen. Macht nicht so viel Spaß, über Weihnachten irgendwas zu machen. Das schenken wir uns dieses Semester mal. Das heißt, wir sehen uns in aller Frische im neuen Jahr wieder. In der Woche dann ab dem 8. Januar ist das dann, glaube ich. Genießt das, genießt die Zeit. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und dann auch einen guten Start ins neue Jahr. Und wir sehen uns frisch dann im neuen Jahr. Vielen Dank.